Ewa. Ihr falschen Puppes, es wird wieder insta-flanzt und die Zeit ist begrenzt. Diese Woche wird alles gerappt, aber keiner wird entdeckt. Bist du Rapperin? Of course of the evenings, L-O-L-O-G-G-G. Ich mach die Bilder for free. Falls ihr euch fragt, wo Imani ist, wir haben sie einfach zu Hause gelassen. Sie kann auf sich alleine aufpassen. Hallo, wenn einer von Jugendamt es sieht, ist nur Spaß. Hier könnt ihr sehen, wie ein Foto ausgesucht wird. Insta-flanzing. Schick rüber, ich poste es jetzt. Ewa. Imani hat Fieber und wir haben euch gesagt, was bei Fieber hilft. Lieder. Wir machen jetzt einen Beat an und dann wird Imani wieder gesund. Ihr wisst Bescheid. Du weißt Bescheid, Freestyler. Ich bin Fußballspieler und gib's Mila, deine Tante. Mach dir keine Sorgen, denn morgen wirst du wieder lachen. Mach dir keine Sorgen. Fieber, Anno. Fieber, Anno. Imani stabil. Dieser Beat crazy. Okay, Imani, Imani, Fieber geht weg. Du musst jetzt viel kämpfen, damit du wieder gesund bist. Wäre Fieber in Person, wäre er ein Hut. Ewa. Imani geht das erste Mal raus, nachdem sie Fieber hatte. Wie geht's dir, Imani? Man merkt auf jeden Fall, ihr geht's besser. Sie hat ihr Lachen zurück. Wow, wow, Imani. Ewa. Wir sind gerade hier, das ist besser als Disco. Wir sind in einem Wickelraum. Eigentlich müssen wir in jedem Wickelraum, wo wir in Berlin sind, einen Stempel machen. Jim Dowies waren hier. Genau so müssen wir eigentlich machen. Die Dinge haben wir noch nicht mal bezahlt. Wir sind hier in einem Biomarkt. Aktueller Stand, wir sind Diebe. Wallah, aktueller Stand, wir haben geklaut für Imanis Kacke. Aber das wird man nicht merken. Ich mach zu und geh das jetzt zahlen. Ewa. Imani, sag mal Baba. 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 Tata. Baba. Komm, ich nehme dich, aber du musst Baba sagen, Baba. Reicht doch langsam. 6 Monate. Mit 6 Monaten, ich habe schon 5 Sätze gesagt an einem Tag. An einem Tag. Jella, Baba. Einmal Baba sagen. Einmal. Ich bin jeden Tag da für dich. Sag nur einmal Baba. Sag das mal nochmal. Sag das nochmal, was du gerade gesagt hast. Nochmal. Sie hat gerade Baba gesagt und du hast gehört. Wenn sie es wiederholt, ist Bestätigung. Y'all ready for this? Ewa. Imani geht's besser, Leute, aber ich muss ehrlich sagen, mir geht's wirklich nicht so gut. Das heißt, du hast die Krankheit von Imani weggenommen und hast sie auf dich genommen. Ja. Du Ehrenmann. Ehrenfrau Nedde. Ehrenfrau, meine ich doch. Du Ehrenbaby. Ich weiß, was hilft. Frag jeden Apotheker. Sag mir das Geheimnis. Jindawi Bowl. Bei Nebenwirkungen, Risiken fragen Sie Nader Jindawi und er wird euch sagen, geht Jindawi Bowl essen. Ewa. Wie fühlst du dich eigentlich? Bist du auch ein bisschen krank oder geht's dir gut? Sei ehrlich. Luisa, glaub mir, ich habe keine Zeit, krank zu werden. Ich muss für euch da sein. Wallah, sogar wenn ich krank bin, ich würde es euch nicht mal sagen. Wenn ich krank bin, denke ich, du kannst jetzt nicht krank sein. Und dann bin ich wieder gesund. Here we go! Ja, let's go, Leute. Jindawi Bowl ist die neue Medizin, man. Mila ist am Start. Wie geht's dir, du falscher Puffy? Wie geht's dir, du falscher Puffy? Sehr gut, einsteigen. Wir müssen was verlosen. Schon vergessen? Ah ja, das LOL-Haus. So Leute, das ist das LOL-Haus, das beste Spielzeug. Und schreibt uns nochmal, wer das haben will, dann suchen wir uns jemanden aus und dann schicken wir es euch. Mitmachen lohnt sich. Mila, was ist so krass an diesem LOL-Haus? Dass es das Haus von der Königin ist und dass da die krassesten Puppen drin sind. Krasseste Puppe. Krasseste Puppe. Glaubst du, die werden sich darüber freuen? Natürlich, Luisa. Das ist das beste Haus und ich kenne auch. Leute, und ich wollte euch noch was zeigen, wie die Königin eigentlich aussieht. So sieht die Königin aus, die mit den braunen Haaren. Und das Coolste ist, kennt ihr noch Quirina? Das ist ihre Schwester. Ja, Leute, ich hab sie auch. Ewa. Wir stehen gerade vor dem Paketshop, wo wir letztens schon waren und wollten es hier verschicken. Aber die erste Nachricht kommt von einem Berliner. Er schreibt, er würde es auch selber abholen. Wir kommen ihm aber entgegen, wir gehen ihm das vorbeibringen. Erstmal antworte ich dem und frage ihn, wo er gerade ist. Ewa.
Ich habe ihm jetzt geschrieben, dass er mir seine Nummer schicken soll. Wenn er mir seine Nummer geschickt hat, rufen wir ihn an. Aber erstmal müssen wir dieses Paket wieder reinkriegen. Mila, hilf mir bitte. Hey, der Junge hat mir noch nicht geantwortet. Wir gehen jetzt erstmal was essen und hoffen, dass er in der Zeit antwortet. Wir sind fertig mit Essen und der Typ hat sich gemeldet. Er hat mir seine Nummer geschickt. Wir rufen ihn jetzt erstmal an. Ja. Ja, Bruder, hier ist Nada. Oh mein Gott. Alles klar? Ja. Ja, und ihr? Ja, alles bestens. Pass auf, schick mir die Adresse jetzt bei Instagram und dann kommen wir gleich vorbei. Wir sind jetzt da. Wir schreiben nochmal, ja? Ich melde mich. Bye, bye, Elia. Bye, bye. Ich hoffe, wir konnten denen damit eine Freude machen, Leute. Ihr kennt uns, wenn es nach uns geht, wir würden jeden beschenken. Gott hat uns gegeben, damit wir anderen geben. Und das ist eine große Verantwortung. Hey, im Land der Blaukarierten sind alle Blaukarierten. Blau, blau. Doch wenn ein Rotgefleckter sich mal durch den verirrt, dann rufen Blaukarierte. Huh. Der passt zu uns doch nicht. Er soll von hier verschwinden, der rotgefleckte Wicht. Guck mal, im Land der Djendawis sind alle falsche Fuffis. Hey, wohin rennt er aber, der? Wohin rennt er? Man denkt, er rennt von seiner Frau weg. Guck mal, Mann, sieht nicht nach Joggen aus. Sieht aus wie Flucht. Hey, der Tag ist vorbei. Wir kommen gerade nach Hause. Was los, Baba? Was los? Gib sie mir, ich kann sie nicht so sehen. Was bin ich für ein Vater, wenn ich dich so weinen lasse? Dein Baba, bei Baba nicht weinen. Bei Baba, wir hören auf zu weinen. Weinen zu Mama, lachen bei Baba. Ich zeig dir, wie schnell ich meine Tochter zum Lachen bringen kann. Yalla, ich meine, wir gehen jetzt Baba beim Training besuchen. Yalla. Ich hoffe, wir haben alles. Ich habe beide Tragen im Auto, das heißt, ich muss jetzt Imani so tragen. Schaffen wir, oder Imani? Imani freut sich natürlich, ich freue mich auch. Ich hole meinen Bizeps. Platz! Eingeschlafen. Hey, what?